Wir von Campus TV sind heute beim Soundwalk. Aber was ist überhaupt ein Soundwalk und wie hört sich das Ganze an? Das finde ich jetzt für euch heraus. Was kann man sich so unter einem Soundwalk vorstellen? Bei einem Soundwalk geht man spazieren, zumeist mit Kopfhörern, und hört sich dabei eine Audiospur an, die passend zu der Umgebung erstellt wurde. Das gibt es sowohl etwas technischer, zum Beispiel in einem Museum, oder eben auch künstlerischer oder als Stadtführung oder eben so wie hier auf der Landesgartenschau. Dieser Soundwalk hatte ja dann auch eine Geschichte dahinter. Haben Sie sich irgendwas Spezielles dabei gedacht? Der Soundwalk erzählt die Geschichte von der Natur in die Stadt und wieder zurück in die Natur. Und dementsprechend wurde auch die Wegstrecke auf der Landesgartenschau gewählt. Und so hört sich das Ganze dann auch in der Ausführung an. Sie haben ja selber dazugehört bei dem Soundwalk, haben mitgemacht. Was sagen Sie denn jetzt zu dem Ergebnis? Mir hat das Ergebnis sehr gut gefallen, muss ich sagen. Diese Vision, wir bewegen uns über das Gelände der Landesgartenschau, ist auch mein erstes Mal, dass ich auf dem Gelände bin. Und dann Töne zu hören, die zum Teil referieren auf die Situation der Landesgartenschau und dann wieder wo ganz anders uns hinführen. Ich hatte ein paar ganz tolle Momente, also zum Beispiel, wenn man unten an dem Teich ist, der ja im Moment eher wie ein sumpfiger Teich aussieht nach der langen Hitze, hört man Geräusche in dem Soundwalk, die eher das Meer und die Möwen, also ein rauschendes Meer in Szene setzen. Da hat man auch fast einen Kontrapunkt zwischen Ton und Bild. Oder ein zweiter Punkt, man geht über das Gelände und wir geraten sozusagen in die Stadt und wir hören plötzlich Autoverkehr sehr laut und dann hat mein Blick plötzlich die Perspektive rüber zur Autobahnbrücke erhascht und ich habe Autos fahren sehen. Das hatte dann fast ein filmisches Moment. Ich sehe da hinten die Autos fahren und höre sie aber ganz nahe. So. Also ich fand es ein ganz tolles, gelungenes Projekt. Hat mir gut gefallen. Also ich hoffe, ihr habt jetzt meinen Eindruck bekommen, was überhaupt ein Soundwalk ist und wie sich das Ganze im Endeffekt anhört. Ich schaue mir jetzt einfach mal an, was es hier noch zu entdecken gibt auf der Landesgartenschau und verabschiede mich für heute.